Hallo, Spinner, hallo, ja. Ich verfahr da mal ein bisschen. Wenn die Zeit drängt, wird der Umgangston auf unseren Straßen grob. Drängeln, pöbeln, rasen. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Mit tödlichen Folgen. So ist jeder dritte Unfalltote ein Opfer aggressiven Fahrverhaltens. Zu Verkehrspsychologe Dr. Bernd Wiesner müssen dann alle, die erwischt wurden und deren Führerschein bedroht ist. Die Leute fahren dicht auf, 1 Meter bis auf ihren Vordermann, machen Lichthupe oder betätigen die richtige Hupe. Das ist eine typische Aggression, die man im Straßenverkehr erlebt. Oder der sogenannte Stinkefinger wird gezeigt. Es wird das Fenster runtergeleiert, es wird gebrüllt. Ich hatte einen Klienten, der ausgestiegen ist an der Kreuzung und seinen Vordermann eine aufs Maul gehauen hat, wie man so schön sagt. Ne? Gerade im Stadtverkehr liegen die Nerven oft blank. Stau, Baustellen und rote Ampeln sorgen für Frust. Obwohl über 90% aller Verkehrsteilnehmer regelkonform unterwegs sind, fühlen sich viele von anderen bedrängt und genötigt. Doch wie reagiert man in so einer kritischen Situation richtig? Also man soll gar nicht versuchen, den anderen zu erziehen, zu belehren oder mit einer Gegenaggression zu antworten, sondern man soll möglichst so schnell wie möglich versuchen, rechts ranzufahren, den vorbeizulassen. Also keine Eskalation, sondern eine Deeskalation zu versuchen. Nicht viel besser ist die Situation auf unseren Autobahnen. Gerade hier tobt oft der rasend schnelle Kampf, groß gegen klein. Man muss sagen, es gibt tatsächlich Untersuchungen, die belegen, dass Fahrer von sogenannten oberen Mittelklassewagen, also BMW, Mercedes, Audi, ein erhöhtes Aggressionspotenzial zeigen. Meistens sind das ja Fahrzeuge, die von Unternehmen als Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt werden, für ihre Mitarbeiter, die viele Termine meistens unter Zeitdruck zu erledigen haben. Und Zeitdruck schafft meistens Aggression. Doch mit dem Finger auf andere zu zeigen, pflegt oft nur die eigenen Vorurteile. Psychologen wie Dr. Bernd Wiesner sind sich sicher, es könnte entspannter laufen, wenn jeder etwas mehr Gelassenheit zeigt. Situationen wie diese würden sich dann wohl gar nicht erst aufschaukeln.